Hört, hört. Aus Ihrer Sicht war das vor allen Dingen eine Reif ist live. Der Erwartungshaltung? Ja. Der Wechsel zu Bayern war ein klassischer Fehler, den er nicht als erster und auch nicht als letzter gemacht hat. Wenn Bayern ruft in Deutschland, dann geht man in der Regel hin. So, Bayern ist eine andere Welt, anderer Anspruch. Wie man damals schon hören konnte, war Pep Guardiola hat nicht sein Trikot haben wollen, unterschrieben und war nicht sein allergrößter Fan. Hätte lieber Neymar gehabt damals. Ja, und das waren viele dann allein in so einer Stadt. Und es gibt welche, die sagen, endlich weg aus dem familiären Dunstkreis. Ihm hat das alles offenbar nicht genutzt. Wenn du ihn gesehen hast, das war traurig, ihm zuzugucken. Wirklich, das hat richtig, mir hat das körperlich wehgetan, weil du ja gesehen hast, nicht nur wegen des Tores, aber auch das Tor. Das Tor hat der ständig auf dem Buckel. So. Und wenn du den gesehen hast, der war traurig, das war ein trauriger Junge. Ich habe ihn auch in der Stadt in München ein, zwei Mal so gesehen. Der wirkte sowas von bedrückt. Und so hat er dann Fußball gespielt, bis er gar nicht mehr Fußball gespielt hat. Und da gab eins das andere. In Dortmund, das war nicht die einzige Rückkehraktion, die schiefgegangen ist. Reporter mit Herz. Das funktioniert dann auch wieder. Marcel Reif. So, hab mich mal wieder lieb, dann ich komme einfach nur hin, dann wird es schon wieder. Auch da nicht. Und deswegen war die Schleife raus. Was Psyche auch macht. Ich weiß noch nicht, wie ihr stand nach Eindhoven, na ja. Entschuldigung. Also, Also die Champions League wird er mit denen ja nicht gewinnen. War die, wie ich finde, die einzige Chance und sprach dafür, dass er sich selber eingeordnet hatte. Pass auf, jetzt, Zeitpunkt jetzt, ist jetzt in dem Interview hat er wieder gesagt, ich will nochmal die Champions League gewinnen. Genau das will ich auch von ihm hören, mit dem, was er kann. Aber zu dem Zeitpunkt zu sagen, ihr könnt sagen, was ihr wollt, für mich ist das jetzt das Richtige und wisst ihr was, beschäftigt euch mit euch selber, lasst mich mal, ich mach mal da. Dann hatte der Roger Schmidt als Trainer, der gesagt hat, ich weiß doch, was du kannst. Und so, ich glaube, dort in Holland hat ihn noch man braucht dem, seinen Förderer. Auch Galakon, natürlich, danke. Also konnte man das Thema getrost weglassen. Nein, liebe Mäzens, Investoren, Sponsoren, melden. tvgalakon@gmail.com melden. tvgalakon@gmail.com Ich habe noch vieles aufzuklären, insbesondere die Verbrechen einzelner Menschen. Ich finde, Klopp ist deshalb ganz gut passen, was der Bundesliga gut tun würde, vor allem, weil es auch ein Club ist, die zwar große Ambitionen haben, aber auch, dass er dann auch seine Einsätze bekommt. Ne? Das war ja eigentlich sein Hauptproblem. Damals, als er bei München gewechselt ist, hat er ja es nicht richtig geschafft. Und weil er auch dann wieder nach Dortmund zurück hat ja dann auch nicht immer gespielt. Ich glaube schon, dass es ihm gut tut, so wie es in Eindhoven, dass er einen Trainer hatte mit Roger Schmidt, der ihm natürlich auch das Vertrauen gegeben hat. Und so wäre es natürlich auch jetzt, wenn es Eintracht Frankfurt wäre oder XY, dass er natürlich auch spielt. XY? Ja, gerade in seiner Karriere zu. Abus? Sponsor ja, XY? Haben, ungelöst? Nein, gelöst. Zu wenig gespielt hat. Also Eintracht Frankfurt wäre eine schöne Ausnahme. Und ich weiß, bei der ganzen Euphorie, die im Moment Rudi. Durch den Europa League-Gewinn, dass die natürlich danach noch größer sein wird. Klar. Rudi, weil du gerade auch diese Euphorie ansprichst, wenn du auch auf deine Karriere zurückschaust, dieser so ein Fanfaktor, inwieweit spielt das für einen Spieler eine Rolle, wenn er sich überlegt, zu welchem Verein er geht? Inwieweit macht man sich darüber Gedanken, wie ist das atmosphärisch, als du dann damals nach Italien gegangen bist, zu AS Rom zum Beispiel? Inwieweit hat das auch eine Entscheidung beeinflusst und inwieweit glaubst du, wird das auch Götze beeinflussen bei seiner Entscheidung? Stören Sie überschüssige Fettpolster am Bauch? Und obwohl Sie schon. Was ist denn das für eine Werbung? Auf nichts, diese loszuwerden, dann sollten Sie mir jetzt aufmerksam zuhören. Na dann. Egal, wie oft man Ihnen zu beraten hat, guten Tag. Zu essen oder mehr Sport zu treiben. Spiegelperspektiven. Diät und Sport sind wirkungslos.